Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer. Hallo zusammen, wer mich nicht kennt, ich bin Tommy Leventner. Das folgende Seminar ist sehr fortgeschritten. Es geht um automatisches Skizzieren ein bisschen und um automatisches Tätowieren hauptsächlich. Es geht nicht wirklich darum, technische Aspekte euch näher zu bringen von meiner Arbeit. Das kann man sowieso sehen. Ich werde ein paar Sachen erläutern. Mir geht es vielmehr darum, Ideen weiterzugeben in meinem Seminar und irgendwie euch anzuspornen, eure eigene Kreativität zu erforschen. Aber da habe ich schon ein bisschen, da weiß ich schon eher mehr, was wahrscheinlich wird. Es kommt von Fall zu Fall. Einmal weiß ich, sofort sehe ich irgendwo was und arbeite das aus. Und manchmal dauert es echt 10, 15 Minuten, bis ich irgendwas finde. Manchmal kann es auch passieren, dass ich einfach sage, ey, irgendwie geht da gar nichts mehr und es ist nur meine Schmiererei, dann mische ich das Ganze nochmal weg, geht 10 Minuten weg, mache einfach meinen Verstand klar. Und fangen nochmal von vorne an. Die Leute haben mich sicherlich schon öfter mal gefragt, wie du die Technik mit den Falten machst. Oftmals kann man sich ja bestimmte Sachen denken. Ja. Aber hier sieht man das auch ganz schön eigentlich. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen näher machen. Ja, wie gesagt, bei dem Motiv habe ich mich auch dazu entschieden, so viele Falten zu machen. Eben aus dem Grund, weil viele Leute mich fragen. Wenn ich es hier so oft mache, dann sieht man es auch schön, wie es funktioniert. Im Prinzip, ich halte mich in meiner Lichtquelle und man sieht es, man kann es braucht gar nicht viel mit Worten beschreiben, man kann einfach sehen, wie es jetzt funktioniert hier, wie ich das vorführe. Das ist eigentlich alles ganz einfach. Das Wichtige ist nur, die Technik ist ganz einfach, das Wichtige ist nur... Hier kann man schön sehen, wie du mit einem Round Shader... Ja. Dann fängst du die Augen rauszuholen. Wie gesagt, ich verwende einen Raunschäder, weil wie gesagt, es sind schon relativ viele Details in einem Auge und ich fange immer an einmal festzulegen, wo meine Glanzpunkte sind. Die können verschiedene Formen haben, von kleinen Kreisen oder kleinen Quadraten. Und natürlich muss ich auch darauf achten, wo ist meine Lichtquelle. Mhm. Ja? Und ich mache immer gerne zwei Glanzpunkte oder mehrere, damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Ja, und nicht jetzt nur so ein Spotlicht und seine Glanz, das ist mir einfach zu einfach. Und da sieht man es dann auch ganz gut, dass ich wirklich, ich schattiere das Auge. Ja? Ich mache es nicht einfach nur markiere, wo meine Glanzpunkte sind und mache dann ein bisschen weiß rein. Nee, ich schattiere das Auge wirklich, weil das Auge ist ein dreidimensionales Objekt. Das ist eine Kugel. Mhm. Ja? Und die muss man auch so anschattieren. Ja? Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer.